Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel. Papa, hier steht paradiesische Abgeschiedenheit. Ja. Haben die überhaupt Netze in den Bungalows? Denkst du, dafür buche ich so eine Hütte, damit du da dauernd surfen kannst, ja? Ach, Mama. Hör auf deinen Vater. Das ist eine Insel. Und wo gehen wir da essen? Ich muss ein Wildschwein jagen. Der Steinschleuder. Aha. So, Leute, Pässe raus. Schönen Tag, Herr. Guten Tag, Ihre Papiere bitte. Stimmt was nicht? Einen Moment bitte, Herr Kerber. Ja, hallo, Gate 8, Flug 361 nach Hawaii. Hier ist ein Frank Kerber. Ja, genau. Hallo? Was ist denn los? Das frage ich mich auch. Herr Kerber. Ja? Darf ich Sie bitten, mir zu folgen? Ja, warum? Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Welchen Beruf üben Sie momentan aus, Herr Kerber? Ich bin Eventmanager. Kerber Events in Potsdam. Hören Sie, mein Flieger geht gleich. Wann waren Sie das letzte Mal im Urlaub? Vor 2 Jahren. So richtig. Entschuldigung, bin ich festgenommen? Weil wenn nicht, dann gehe ich jetzt. Beantworten Sie bitte einfach die Fragen. Ansonsten braucht das länger. Was heißt so richtig Urlaub? Ja, außerhalb von Deutschland. Was wird das? Wo waren Sie da? Gardasee. Hören Sie mal, Sie haben mich rausgezogen vor meiner Family. Was dagegen, wenn ich frage, warum? Wie lange waren Sie am Gardasee? 2 Wochen. Wieso? Weil ich da den Typen umgeboxt habe. Waren Sie schon mal in Kaliningrad, Herr Kerber? Was? Kaliningrad oder was? Einfach nur antworten, bitte. Während der 2 Wochen, als Sie am Gardasee waren, waren Sie da in Kaliningrad? Wie kann ich denn in Kaliningrad sein, wenn ich am Gardasee bin? Leute, macht hinne, bitte! Waren Sie in Kaliningrad? Ja oder nein? Nein! Sind Sie oft im Ausland? Das hab ich doch gesagt, das letzte Mal vor 2 Jahren. Mein Flieger geht, Kollegen! Jetzt bleiben Sie ruhig, Herr Kerber. Haben Sie noch Kontakt zu Matthias Steger? Wer? Sie haben mit ihm telefoniert. Ja, wie? Okay, gut, und? Wann hatten Sie das letzte Mal Kontakt? Ich weiß nicht mal, wer das ist. Ich hab nichts zu tun mit illegalen Leuten. Und ich verpasse meinen scheiß Flieger. Ich muss Sie enttäuschen, Herr Kerber. Sie haben Ausreiseverbot. Was hab ich? Habt ihr noch alle 12 im Schrank? Wieso? Das können wir Ihnen im Moment leider nicht sagen. Verschlusssache. Kriminalhörspiel von Michael Glasauer. Hast du sie gefragt? Ja, klar habe ich gefragt, aber die geben dir keine Antwort. Und was wollten die wissen? Wo ich das letzte Mal im Urlaub war. Ob ich einen Matthias Steger kenne. Na und? Kennst du ihn? Was weiß ich? Ich hab den Namen nie gehört. Aber ich kenne Tausende von Leuten. Das ist mein Job, ich weiß, Papa. Und kann es sein, dass die dich deswegen mit irgendjemandem in Verbindung bringen, den du nicht... Was denn für eine Verbindung? Ich meine, wenn du jemanden nicht ausreisen lässt, dann musst du ihm wenigstens sagen, warum. Ich habe 5.000 Euro für diesen Scheißurlaub hier. Ja, ist doch so. Okay. Ich bin so blöd, ich hätte die Arschlöcher nach ihren Namen fragen sollen. Und jetzt? Ich will endlich mal wieder in den Urlaub. Frank, deine Tochter geht im Herbst studieren. Mama. Was glaubst du, wie oft wir noch zusammen reisen können? Ach komm jetzt. Immer gleich mit dem Teufel an die Wand. Morgen sieht alles ganz anders aus. Schatz, kannst du ein bisschen langsamer fahren? Was denn? Bitte. Du, wenn du Ausreiseverbot hast, dann heißt das, dein Name steht bei denen auf irgendeiner Liste. Dann ist die Frage doch, wie kommt dein Name auf die Liste? Etwas langsamer, bitte. Hat man Ihnen nicht beigebracht, anzuklopfen, Stoll? Ach, Entschuldigung. Entschuldigen Sie, Frau Rosselli. Sie wollten, dass ich mir die Firmenbücher der Familie Kerber anschaue. Im Jahr 2015 gibt es da einige Auffälligkeiten. Zeigen Sie mal. Hier. Es ging innerhalb kurzer Zeit große Summen auf dem Konto ein, lassen sich teilweise zurückverfolgen zu einer Rockerbande.
Die Söhne Odins. War Kerber da Mitglied? Ich denke, das wüssten wir. Welche Rolle spielt seine Firma in dem Milieu? Wir wissen, dass Kerber mehrere Hochzeitsfeiern etc. für hochrangige Rocker organisiert hat. Bands besorgt, Locations und sowas. Diese Leute heiraten? Okay, abgesehen von den Rockerbanden. Haben Sie was, das Kerber mit Steger in Verbindung bringt? Noch nichts. Weiß zumindest nichts darauf hin, dass er zum Kaliningrad-Netzwerk gehört. Irgendeine Idee, warum ein Eventmanager ohne Vorstrafen auf unserer Liste steht? Nicht wirklich. Vor 12 Jahren gab es einen Totschlag unter Rockern auf einer der besagten Hochzeiten. Kerber saß als Zeuge vor Gericht. Kommen Sie mal rum. Ich zeig Ihnen was. Das Foto habe ich auf seinem Handy gefunden. Was sehen Sie? Kerber, seine Frau, gut gelaunt. Er legt ihr den Arm um die Schulter. Er hat längere Haare, muss früher gewesen sein. Und Kleidung lässt auch Sommer schließen. Ist genau 3 Jahre her. Irgendwas, das den Fakten widerspricht, die Sie zu ihm haben? Sehen Sie den Nierengurt, der unter seinem T-Shirt rausschaut? Da. Okay. Zu dem Zeitpunkt hat er sein Motorrad längst abgemeldet und verkauft. Hat ihm jemand eins geliehen? Ein Freund von den Söhnen Odins vielleicht? Darf ich fragen, warum das für uns wichtig ist? Sie sind beim militärischen Abschirmdienst, Stoll. Alles ist wichtig. Außerdem ist das ein falsches Lachen. Entschuldigung? Seine Frau hat keine Fältchen an den Augenrändern. Wenn jemand von Herzen lacht, dann sehen Sie da Fältchen. Und wenn nicht, dann nicht. Wollen Sie über die Frau jetzt auch noch mehr wissen? Ich will, dass die ganze Familie überwacht wird. Meinen Sie nicht, das ist ein bisschen vorschnell? Vorschnell? Herrn Kerber wurde heute die Ausreise verweigert. Also kriegen Sie raus, warum genau er auf der Liste steht. Weil er Kontakt zu Steger hatte. Und? Woher wissen Sie das? Weil er auf der Liste steht. Schläfst du schon? Was ist los? Hast du mir alles gesagt? Gibt's irgendwas, das ich wissen muss? Bitte, Schatz, nicht mehr heute, ja, okay? Mir ist morgen besser, gleich nach dem Frühstück. Oder vielleicht ein bisschen später. Was willst du denn? Dir jetzt die ganze Nacht den Kopf zerbrechen, warum und wieso? Wir müssen morgen zum Anwalt, das ist doch logisch. Ich fahre morgen früh noch kurz ins Büro und dann treffen wir uns um 11 Uhr bei Günther in der Kanzlei, okay? Was ist, wenn die durch die alten Bücher gehen? Jetzt hör doch auf. Das ist wahrscheinlich alles eine Verwechslung. Noch immer ist nicht klar, was genau sich hinter dem Schattennetzwerk Phoenix 88 verbirgt. Dem Mann, der es gegründet hat, dem ehemaligen Berufssoldaten Matthias Steger, wird vorgeworfen, 30.000 Schuss Munition aus Bundeswehrbeständen entwendet zu haben. Ermittlungen zufolge plante Steger, diese an ein Reichsbürgernetzwerk in Kaliningrad zu verkaufen. Hallo? Guten Morgen, Frau Kerber. Berling, mein Name. Ich weiß nicht, ob Sie sich an mich erinnern. Wir haben uns unterhalten. Und zwar am 4. März auf dem Lichtblicke-Charity-Event. Sie haben mir Ihre Karte gegeben. Sie waren so freundlich. Ja, guten Morgen. Helfen Sie mir. Sie sind der Anlageberater, kann es sein? Ja, aber deswegen würde ich Sie jetzt nicht anrufen. Das ist schon mal gut. Ja. Wir haben über Ihre Tochter gesprochen. Haben wir das? Ja. Ich habe gehört, sie will noch immer Jura studieren. Ach ja, ich erinnere mich. Zugegeben, der Grund für meinen Anruf ist jetzt etwas ungewöhnlich. Zugegeben. Darf ich fragen, ob Ihre Tochter bereits einen anderen Studienplatz hat? Hören Sie, ich bin gerade auf dem Weg zu einem Termin und ich habe nicht viel Zeit. Warum interessiert Sie das? Ich hatte neulich ein interessantes Gespräch mit einer guten Freundin, die an der BLS arbeitet. Ja. Das ist die Uni, auf die Tina wollte. Will, meine ich. Die Absage ist bei uns ein großes Thema. Ja, verstehe ich. Bei uns auch. Ich glaube, ich verstehe nicht ganz. Kurz gesagt, ich denke, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Okay. Das verwirrt mich jetzt etwas.
ehrlich gesagt. Nun, es ist lange nicht so kompliziert, wie es klingt, aber zu kompliziert, um es am Telefon zu erklären. Entschuldigung, wie war Ihr Name nochmal? Ja, Berling. Mhm. Wolfgang Berling. Also die Erstattung der Flüge, das wird kein Problem. Willst du klagen? Gegen wen? Die Arschlöcher vom Flughafen. Das bringt doch nichts hier in dem scheiß Polizeistaat. Was ist denn mit dem Ausreiseverbot? Ich will in den Urlaub, Günther. Kannst du nicht irgend so ein Schreiben aufsetzen als Anwalt, dass wir wieder reisen können? Matthias Steger. Kennst du den? Was weiß ich? Ich mache Events seit 15 Jahren, das weißt du doch. Es muss doch jemand sein aus eurer Anfangszeit, oder nicht? Die Hochzeiten und so? Da ist nichts, Günther. Haben Sie nach der Firma gefragt? Eure Geschäftsbeziehung? Nein. Wenn die ihn nicht fliegen lassen, dann müssen sie uns auch sagen, warum. Oder nicht? Ich habe nachgefragt beim Flughafen und der Polizei. Ist aber alles Verschlusssache. Verschlusssache? Ich werde schikaniert und festgehalten. Könnten wir denn klagen? Ich meine, warum dürfen die das? Was ist das für ein scheiß Gesetz? Warum erklärt mir das keiner? Frank, können wir irgendwie rauskriegen, warum die denken, Frank kennt diesen Typen? Ich krieg's raus, Jule. Aber ich brauche Zeit. Was mache ich jetzt? Wir haben Urlaub. Können machen, was wir wollen. Nur nicht fliegen. Willst du nicht lesen? Werbung vom Netzanbieter? Nee, will ich nicht lesen. Triffst du dich noch mit Chris? Was? Ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen. Du hast gesagt, ihr seid euch über den Weg gelaufen. Na ja, das eine Mal. Unser Anwalt muss es wissen, wenn du noch was mit dem zu tun hast, Frank. Ich auch. Hab ich aber nicht. Wie oft denn noch? Schatz. Frau Rosselli, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie, Stoll. Schmeckt's? Hm? Ob's schmeckt? Ja. Sagen Sie mir, was hören Sie denn? Na, alles still hier. Ziemlich ab vom Schuss. Also für die Bude von einem Eventmanager ist ganz schön wenig los. Ja. Ich meine, es wirkt, als wollte er nicht beobachtet werden. Hm. Dafür ist das Grundstück zu exponiert. Breite Fensterfront, keine Hecken für den Sichtschutz. Hm. Wirkt eher, als wolle er zeigen, was er hat. Kann ich Sie mal was fragen, Rosselli? Hm. Sie sind die Einzige, die ich kenne, die ihre Notizen noch auf Papier schreibt. Stoll, wie lange arbeiten Sie schon beim MAD? 2 Monate. Dann wissen Sie auch, dass es kein Rechner, kein Smartphone und kein Tablet gibt, das für uns sicher ist. Einen Moment. 14.30 Uhr, Herr und Frau Kerber parken vor Ihrem Haus. Du, ich glaube, ich gehe noch ins Yoga. Jetzt? Ja, ich brauche das jetzt, okay? Okay, okay. Ja. Bis nachher. Okay. 14.33 Uhr, Jule Kerber wechselt den Wagen, verlässt das Grundstück. Soll ich dranbleiben? Natürlich. So, bin hinter ihr. Gut. Also, ihr Wagen kostet ein paar Riesen mehr als seiner. Vielleicht hat sie einen lukrativen Nebenjob. Oder eher ein schlechtes Gewissen. Sie ist attraktiv. Würden Sie mit ihr schlafen? Entschuldigung? Wie bitte? Na, so sehen doch Frauen aus, mit denen Männer ihre Frau betrügen, oder nicht? Warum fragen Sie mich das? So ein schöner Zufall. Das ist ja irre. Ich bin gerade ganz beglückt. Ja. Wie lange ist es hier? Ein paar Monate. Weiß ich nicht. Auch egal. Ja. Aber dass Sie das gleich gesehen haben von da draußen, ist ja. Mein erster Gedanke war, den Namen, den kenne ich irgendwoher. Ja. Und der zweite war, seltsamer Zufall. Das ist wirklich ein Zufall. Wie das Leben so spielt. Und sind Sie öfter hier? Ja, nicht wirklich. Mein Yoga-Studio ist hier um die Ecke. Yoga. Toll. Schmeckt der Kaffee?
Gut. Ja, dann hole ich mir auch. Entschuldigung, könnte ich... Stoll, wo sind Sie jetzt? Vor einem Café. Café Mikro. Wie meinen Sie das eigentlich? Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen mit Tina. Können Sie sehen, mit wem sie spricht? Nicht von hier. Die Leute von der Uni haben natürlich die Artikel gefunden, die ihre Tochter für die Schülerzeitung geschrieben hat. Die Sache über die Peschmerga und diese Technologie mit dem Plastik in den Meeren. Und das hat die schon beeindruckt. Also, mich auch. Die sind doch gar nicht mehr online, soweit ich weiß. Darüber haben Sie gesprochen. Soll ich aussteigen? Nein, bleiben Sie im Auto. Die Sache ist doch die. Wenn jemand sich mit 18 bewirbt, gibt es natürlich immer den Vergleich mit denen, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Oh, danke schön. Danke. Erfahrung heißt in dem Fall Praktika, oder? Ja, Erfahrung mitbringen. Ganz einfach. Wissen Sie, schreiben Sie Ihr einfachen Arbeitszeugnis. Wie? Sie hat ein Praktikum gemacht im Büro ihrer Firma. Und ich reiche das dann an meine Freundin weiter. Entschuldigung, wie bitte? Da kommt er. Wer? 14.47 Uhr, Frank Kerber taucht vor dem Café Mikro auf. Sieht den Wagen seiner Frau, schaut durchs Fenster ins Café. Denken Sie, das ist ungewöhnlich bei privaten Unis? Naja, es ist also zumindest nicht ganz legal. Ist das für Sie gewöhnlich? 14.48 Uhr, Kerber geht zurück zu seinem Wagen. Ach, ich sehe es als Formalie. Mein Kontakt übrigens auch. Sie kennen diese Leute, die für alles immer einen Nachweis brauchen. Ja. Angenommen, das klappt. Haben Sie eine Idee, wie ich das meiner Tochter erklären soll? Der ist gut, der Kaffee. Wirklich. Ich sage, wenn sie Jura studieren will, müssen sie ihr es nicht erklären. Verraten Sie mir, wie Ihre Freundin heißt? Ich bin sicher, das würde sie nicht wollen. Natürlich. Entschuldigung. Kein Problem. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ja, warum wollen Sie alles so machen, wie Sie es immer machen? Um mich sicher zu fühlen. Sie leben in der Zukunft wie die meisten Menschen. Alles dreht sich um Dinge, die passieren könnten. Es ist viel sicherer, als Sie glauben, hier im Jetzt. Warum wird jemand, der nicht an die Zukunft denkt, Anlageberater? Nur wegen der Kohle. Aber ich meine jetzt mal wirklich. Du bist schon im Bett? Und wie war dein Yoga? War ich gar nicht. Bin dem Typen über den Weg gelaufen. Von dem Charity-Event im Frühling. Weißt du noch? Nee, keine Ahnung, wen du meinst. Der Anlageberater. Und? Was wollte der? Hey, sag mal, habt ihr eigentlich schon mal nachgeschaut, wer dieser Steger ist? Phoenix 88. Mega krasser Nazi und so. Wie bitte? Der war mal beim KSK. Dann hat er Munition geklaut und verkauft und sich so ein Netzwerk aufgebaut. Dann haben die ihn rausgeschmissen. Woher weißt du das alles? Weil ich recherchiert habe, während ihr euch entspannt. Beim Yoga und beim Mittagsschlaf. Was ist denn das? Hört ihr das? Es kommt von unten, oder? Mom? Die haben eine Todesliste mit Namen von Politikern bei dem gefunden. Nur mal so zur Info. Frank Herber. Hallo? Sagen Sie nichts. Stellen Sie das Handy auf gar keinen Fall laut. Gehen Sie direkt ins Badezimmer und drehen das Wasser auf. Frank? Wer ist denn das? Sie müssen das Land verlassen und zwar in den nächsten 24 Stunden. Nein, Sie verwechseln mich. Nein, Herr Kerber, wir wissen, wer Sie sind.
Frank? Wir treffen uns in 2 Stunden. Den Ort erfahren Sie noch. Was? Wenn Sie nicht kommen, machen Sie alles nur noch schlimmer. Haben Sie gesagt, das Land verlassen? Bleiben Sie über dieses Handy erreichbar. Frank? Wer war das? Telefonscherz. Das Land verlassen? Warum solltest du das Land verlassen? Das ist irgendein Idiot, der sich einen Scherz erlaubt auf meine Kosten. Das heißt, das hat sich rumgesprochen. Tina, hast du irgendwas gepostet von der Sache da am Flughafen? Nee. Rumerzählt? Nein. Schatz, ich will wissen, mit wem du da gerade geredet hast. Das Telefon, wie oft soll ich es noch sagen? Ich weiß es nicht. Irgendwas Neues, Stoll? Herr Kerber macht Bankdrücken und Frau Kerber sitzt seit über einer Stunde mit einer Tasse Tee im Garten. Und Sie so? Was geht Sie das an? Ich wollte nur Konversation. Psst, seien Sie still. Komm rein, ist doch arschkalt. Das ist arschkalt für dich? Zieh mal deine Lungen voll. Mach den Kopf frei. Mom, was auch immer da läuft. Papa ist nicht schuld. Hm. Ach. Du willst mir doch noch was anderes sagen, das sehe ich doch. Also, nicht ausrasten, Mom, ja? Ich kenne das Passwort von Papas E-Mail. Clever. Du hast deinem Vater den Account geknackt? Als hättest du das noch nie bei mir versucht. Wenn die uns nichts sagen, müssen wir eben selber rauskriegen. Was hast du rausgekriegt? Aber versprich mir, dass du nicht wieder Paranoia kriegst, Mom, ja? Papa hat sich mit diesem Chris-Typen geschrieben, wegen dem er damals Stress hattet. Mit Chris? Chris? Ja, ich weiß noch, dass du Papa angebrüllt hast. Der soll nicht mehr mit ihm rumhängen. Und dass du die Bullen rufst, wenn er nochmal bei euch aufkreuzt. Schalt dein Handy aus und leg es in einen anderen Raum, bitte. Hier, nimm meins mit. Ich mache dir keine Vorwürfe und auch keinen Ärger, Chris. Ich muss nur wissen, was genau ihr damals gemacht habt, was meine Familie jetzt in den Arsch beißen kann. Ich weiß nicht, was Frank dir erzählt hat, aber... Ich habe die letzten 10 Jahre die Steuer für die Firma gemacht, okay? Ich meine, die Hochzeiten von euren Freunden bei den Black Eagles und den Motten und wie sie alle heißen. Beratungsdienstleistungen? Ich meine, das ganze Geld, wo kam das her? Wo kam es her? Die Idee war zu verschleiern, wo es herkam. Jetzt tu doch nicht so, als wüsstest du das nicht. Und Matthias Steger? Wer ist das? Nie gehört. Aber warum besprichst du das nicht mit deinem Mann, wenn ihr so ehrlich miteinander seid? Offensichtlich erzählt er dir ja alles, was in seinem Geschäft passiert. Unserem Geschäft. Warum hast du Frank geschrieben? Was habe ich? Hey Frankie, mein Lieber, wie geht's? Ruf mal durch. Gesendet am 11. Einen Tag, bevor wir fliegen wollten. Und warum seid ihr nicht geflogen, wenn ich fragen darf? Warum hast du ihm geschrieben? Du, ich wollte einfach mal hören, wie es ihm geht. Du weißt doch, dass ich ihm das Bike geliehen habe, ab und zu. Ich will den Ofen verkaufen. Dann habe ich gedacht, dass... Wie es ihm geht? Wir haben jahrelang mit dir gearbeitet. Nicht einmal hat dich interessiert, wie es anderen Leuten geht. Erzähl mir doch keinen Scheiß. Was ist passiert, Jule? War die Polizei bei euch? Das kann man so nicht sagen. Bei mir aber. So eine Frau um die 40 mit einem jungen Pisser. Haben Fragen gestellt über die Zeit in der Firma. Was für Fragen? An was ich mich erinnern kann. Zum Totschlag auf der Hochzeit.
Der Hauptverdächtige von den Eagles wurde ja nicht verurteilt. Erinnerst du dich? Überwachungskamera kaputt, Mangel an Beweis. Was genau für Fragen? Ob Frank Kerber den Verdächtigen persönlich kannte, ob ich jemals den Verdacht hatte, dass er Beweismaterial verschwinden ließ, um den Täter zu schützen. Und? Nee, natürlich nicht. Das reicht jetzt. Glotz nicht so belämmert, Chris. Was ist da gelaufen? Er hat mir 100-mal gesagt, die Kamera war schon davor kaputt. Ich weiß es nicht, Jule. Wirklich nicht. Aber jetzt mach ihn mal nicht zum Schuldigen. Rocker- und Türsteher-Szene. Da musst du schon mal Kompromisse machen, um am Ende sauber rauszukommen. Die haben uns klipp und klar gesagt, wenn der Typ im Knast landet, dann machen die uns platt. Und die Firma auch. Das nennst du Kompromisse? Kompromisse? Kompromisse. Kompromisse. Berling? Wolfgang? Jule hier. Also, Jule Kerber. Hallo. Entschuldigung. Ja. Ich kann das nicht. Nicht jetzt. Okay. Okay. Gut. Willst du was trinken? Ja. Ja, bitte. Ich muss zugeben, ich fühle mich auch ein bisschen überfallen. Das Einzige, was ich mir von dir wünsche, ist, dass du ehrlich bist, Jule. Ich bin kein Toyboy. Prost. Also, die haben uns Ausreiseverbot erteilt. Okay. Wer sind die? Das wissen wir eben nicht. Der Flughafen erzählt dir einfach, dazu können wir nichts sagen. Und dann gehst du zum Anwalt und... Ja, ja. Und dein Mann, was sagt er? Ich kann das nicht. Sorry, ich kann jetzt nicht über Frank reden. Ich würde erstmal nichts Unüberlegtes tun. Ach wirklich? Sondern was würdest du tun an meiner Stelle? Was kann ich tun, wenn ich keine scheiß Ahnung habe, was da passiert? Du hast recht. Bitte, bitte beruhig dich. Es tut mir leid. Ich wollte nur sagen... Nein, nein, mir tut's leid. Wir stoßen nochmal, bitte. Ja. Ein Schulfreund von mir ist ein hohes Tier beim BKA. Ich könnte ihn anrufen, vielleicht weiß der was. Danke. Bitte. Komm. Wie wär's? Wir beginnen nochmal von vorn. Komm her. Ich liebe ihn nicht genug, um bei ihm zu bleiben, aber genug, um ihn nicht fallen zu lassen. Ich. Mach dir nicht so viel Gedanken. Geht das niemand? Ich muss das sagen. Dann ist es raus. Warum steckst du denn das Zeug nicht in die Maschine? Ich habe gedacht, ich spüle einfach kurz ab. Frank, was ist los? Wer hat dir ein Handy geschickt? Weiß ich nicht, sonst würde ich es dir doch sagen. Ich will, dass ihr glücklich seid, du und Tina. Und
Das schaffe ich auch. Hast du gesoffen? Nein, ich... Was? Ich sehe manchmal nicht, was wirklich ist. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Du weißt doch, wie es bei mir zu Hause war. Ich habe immer den Helm aufgesetzt, damit alles draußen bleibt. Und dann habe ich gedacht, ich kann den auf- und abnehmen. Aber... Ja? Ich habe den immer auf. Du zitterst. Jule, ich bin dir hinterhergefahren zum Yoga-Studio. Ach was? Ich war eifersüchtig. Ich weiß nicht, warum. Wenigstens hast du es erzählt. Danke, dass du ehrlich bist. Da fing die ganze Scheiße doch an, oder? Als wir aufgehört haben zu reden. Also, wir fahren nach Italien. Wenn ich uns nicht fliegen lassen, dann ebenso. Jetzt. Hat der einen Arsch offen? Psst. Und was ist mit dem Ausreiseverbot? Das gibt's doch nicht. Ganz ehrlich, Schatz, das ist mir scheißegal. 20.53 Uhr, Familie Kerber verlässt mit mehreren Koffern das Haus. Die fahren los! Bleiben Sie auf Ihrem Posten, Stoll. Abwarten. Auf was? Die Provinzbullen? Wir haben keine Befugnis. Nee, verdammt, der hat Ausreiseverbot, verdammte Scheiße. Stoll! Stoll, was habe ich Ihnen gesagt? Sie bleiben, wo Sie sind. Stoll? Jetzt komm, Papa. Und wenn die dich an der Grenze wieder rausziehen, der ganze Aufriss für ein paar Tage Italien, da kann ich auch ohne euch hinfahren. Nein, es geht nicht um Italien, sondern darum, was wir dort als Familie erleben. So gemeinsame Erinnerungen, darum geht's. Los. Hat doch gelacht. Fährt einfach los. Stoll, dieser Anfänger. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ich sag noch nein, nein, nicht hinterherfahren. Nein. Außerdem musst du erstmal den Führerschein machen, um irgendwo hinzufahren. Ja, ja. Hast du gehört, was deine Mutter sagt? Ah, ja. Also dich krieg ich. Einmal auf mich hören. Man kann doch mal einmal auf mich hören. Nix versteht er. Nix! Und hier, komm, steck das Handy mal weg. Ich bin keine 15 mehr, okay? Das kannst du wieder rausholen, sobald es nach Pizza riecht. Boah, ey, Alter, das ist so rassistisch. Jetzt hör dir mal diesen geilen Song an hier. Als deine Mama und ich geheiratet haben, da hab ich mir den gewünscht, den, genau den. Loslassen! Aussteigen! Hände auf die kühle Haube! Was soll das? Lassen Sie ihn los! Wer sind Sie überhaupt? Bleiben Sie auf Abstand! Der hat keine Uniform, Mama! Das ist doch kein Bulle! Was wollen Sie von meinem Mann? Hey! Handy weg! Hören Sie auf zu filmen! Das Handy weg! Fick dich! Kommen Sie mit, Herr Kerber! Zu meinem Van da drüben! Ist doch ganz dicht! Was soll das? Wer sind Sie? Ruhe jetzt! Ich will sofort einen Ausweis sehen. Sie verstoßen gegen Ihr Ausreiseverbot. Wollen Sie im Gefängnis landen? Gefängnis? Was wollen Sie denn, Sie Vollkoffer? Ich mache hier einen Familienausflug. Das ist alles. Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung? Sind Sie bescheuert oder was? Sie haben mit Steger telefoniert. Das wissen wir. Matthias Steger. Habt noch mal Stoll. Sind Sie noch ganz dicht? Ich hab doch... Das wird Konsequenzen haben. Steigen Sie aus. Jetzt! Nein! Sie nicht, Herr Kerber. Shit! Was soll das? Hätte ich Sie wieder zu Ihrer Familie in den Wagen gelassen, dann hätte die Polizei Sie in einer Stunde verhaftet. Ich bringe Sie außer Landes, bis ich weiß, was hier los ist. Sie wollten auch eh verreisen. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Still, einen Moment bitte, meine Chefin ruft an. Frau Sally, was ist da passiert? Der Zugriff war illegal. Mein Team hat operiert, ohne mich zu informieren. Ich übernehme die volle Verantwortung. Schwachsinn. Ich muss das dem Innenministerium erklären und das wissen Sie. Wie viele Personen waren beteiligt? Hallo? Hallo? Sie waren kurz weg. Was haben Sie über diesen Kerber? Ist er eine Gefahr, ja oder nein? Ja, wäre dem Kanzleramt seit diesem Morgen lieber. Momentan schwer einzuschätzen. Seine Scheißtochter hat bereits ein Video von der Superaktion hochgeladen. Sie wissen, der MAD kann niemanden verhaften. Nehmen Sie es aus dem Netz.
Ich habe morgen früh die Krisensitzung mit einem Stellvertreter aus dem Kanzleramt. Na dann sagen Sie ihm, dass Kerber kurz nach der Festnahme geflüchtet ist. Was bin ich? Hey! Was haben Sie da gesagt? Hallo? Nein. Hallo? Nein, die... Was? Sally? Die Leitung bricht weg. Ich habe die Verfolgung aufgenommen. Ich melde mich später. Später! Haben Sie den Arsch offen? Die hat gesagt, MAD, das ist militärischer Abschirmdienst, oder? Und mein Team, was heißt denn das? Sind Sie da eine große Nummer, oder was? Nee, kann sich aber ändern. So, raus hier. Fahrzeugwechsel. Der flüchtige Potsdamer Eventmanager Frank Kerber hat bereits seit mehreren Jahren Beziehungen zur rechten Szene unterhalten, wie mittlerweile bekannt wurde. Für die Rockerbande Die Söhne Odins soll Kerber Partys und Konzerte veranstaltet haben. Auch einem wegen Geldwäsche verurteilten ehemaligen Geschäftspartner Kerbers konnten Beziehungen mit dieser Gruppierung nachgewiesen werden. Noch fehlt weiter jede Spur des Mannes, den Nachbarn als freundlich und unauffällig beschreiben. Ja, hallo, Berling. Ich habe x-mal bei dir angerufen. Jule? Warum hast du nicht zurückgerufen? Ich brauche deine Hilfe, Wolfgang. Ich brauche Infos. Du hast gesagt, du kennst jemanden beim BKA. Pass mal auf, Jule. Du hast mir nicht gesagt, wer dein Mann ist. Ich weiß nicht, ob er gefährlich ist. Und ich weiß auch nicht, wie dir da jemand vom BKA helfen kann. Sorry. Deswegen gehst du nicht ans Telefon? Das ist zu viel. Verstehst du das nicht? Mach's gut. Ich muss zu Hause anrufen. Meine Familie muss wissen, dass es mir gut geht. Sie dürfen nie elektronisch kommunizieren. Kein einziges Mal. Wo fahren wir hin? Vertrauen Sie mir. Ich bin der einzige Grund, warum Sie nicht schon hinter Gittern sitzen. Warum haben Sie mich da rausgeholt? Was sollte das mit Ihrem Kollegen? Ich habe einen Verdacht, warum Ihnen das alles passiert ist, Herr Kerber. Sobald wir angekommen sind, reden wir darüber. Wo angekommen? Ganz schön im Arsch, der Schuppen hier. Da hinten im Schrank steht Wasser. Ja. Ein Becherowka. Lecker. Wo haben Sie mich hier hingemacht? Na. Nicht alles auf einmal. Was soll denn das? Kommen Sie, geben Sie her. Ich brauche Sie nüchtern im Zustand. Herr Kerber, hatten Sie jemals das Gefühl, dass Ihre Frau Sie betrügt? Was hat meine Frau damit zu tun? Was wissen Sie über meine Frau? Die Frage ist, was wissen Sie über Ihre Frau? Seit ich Sie überwache, haben Sie nicht wirklich mit ihr gesprochen. Ich glaube ja fast, ich bringe mehr Aufmerksamkeit für Ihre Familie auf als Sie. Also, hatten Sie das Gefühl, dass es einen Mann gibt, für den sich Ihre Frau ernsthaft interessiert? Wenn ich mit ihr mal sprechen dürfte, dann könnte ich Sie das selber fragen. Gut. Was? Wie bitte? Na, ich verspreche Ihnen, Ihre Frau hierher zu holen, wenn Sie mir versprechen, nicht abzuhauen, während ich weg bin. Okay, was ist mit meiner Tochter? Ausgeschlossen. Viel zu gefährlich. Diesen Mann, haben Sie den schon mal gesehen? Die Frau an seiner Seite kennen Sie ja. Die Polizei geht davon aus, dass der wegen Beziehungen zur rechten Gewaltszene gesuchte Frank Kerber mittlerweile das Land verlassen hat und versucht, unterzutauchen. Erste Hinweise lassen vermuten, dass Kerber Unterstützer bei seiner Flucht hatte. Ob es sich dabei um ehemalige Geschäftspartner aus dem Rockermilieu handelt, ist unklar. Die Polizei warnt die Bevölkerung ausdrücklich davor, sich dem Mann zu nähern. Er könnte bewaffnet sein. Saug den Nabel ein, runde den Rücken und schieb dich nach hinten. Und ausatmen. Frau Kerber, machen Sie einfach weiter. Ihr Mann will Sie treffen. Spannt euch auf. Seid groß und stark. Ich weiß, wer Sie sind. Ich habe Sie gesehen. Psst. Auf der Autobahn. Bitte, ja. Konzentriert euch auf eure Atmung. Wir atmen alle gemeinsam. Ihr Mann geht's gut. Ujjayi. Aber hat den Herrn wieder erkannt, mit dem Sie sich im Café getroffen haben.
und aus. Von hier aus gehen wir in die Cobra. Bhujangasana. Ich verstehe nicht. Und atmen. Atmen. Ich habe ihm Fotos von Ihnen atmen. Gezeigt. Was soll das? Was geht Sie das an? Ihnen ist doch wohl klar, dass Ihr Abenteuer mit Herrn Kleibitz nicht lange geheim bleiben kann. Ich bin Ihre einzige Chance, aus der ganzen Nummer wieder rauszukommen. Wenn möglich, nicht flüstern. Wir konzentrieren uns auf unser Atmen. Ujjayi, wir atmen alle gemeinsam. Kleibitz. Ich kenne keinen Kleibitz. Oh doch. Er arbeitet beim MAD und heißt eigentlich Bernd Kleibitz. Ihn eher bekannt unter Wolfgang Berling. Wie bitte? Halten, halten, halten. Und aus auf 4, 3, 2, 1. Halten, halten, halten. Und jetzt bleiben Sie als Letzte in der Umkleidekabine. Der MAD weiß mehr über dich als ich. So viel steht fest. Ich hab nicht gewusst, wer das ist, Frank. Hört er mit hier, dein Kleibitz? Woher weiß ich, dass du nicht verwandt bist? Wenn du das glaubst, warum hast du mich hergeholt? Wie geht's Tina? Besser als uns. Frank, ich hab nichts mit ihm gehabt. Okay. Lass uns mal annehmen, ihr habt tatsächlich nicht gefickt, Schatz, ja? Warum macht der Typ mich platt? Habt ihr das alles geplant, hier, um mich loszuwerden? Jetzt hör mal auf, du hast einen Mörder gedeckt. Chris hat alles erzählt. Die kaputte Kamera, eure Kompromisse mit den Eagles. Du hast mich angelogen, jahrelang. Warum hast du nicht gemerkt, dass alles scheiße ist, was der redet? Du und ich haben auch viel Scheiße geredet, nur um nicht reden zu müssen. Ich hab geflirtet, Frank. Wie viele Weiber hast du angebaggert in den letzten 20 Jahren? Okay. So. Das war's dann. Frau Kerber, wir haben keine Zeit zu verlieren, also gleich zur Sache. Sie wissen, Ihr Anlageberater ist der Schlüssel zu unserem Problem. Stellen Sie sich vor, ein leitender Angestellter des MAD manipuliert das Leben eines völlig ehrenhaften Bürgers, einfach nur, weil er an dessen Frau rankommen will. Da ist gar nichts gelaufen, der hat mich zum Kaffee eingeladen. Sie meint, er hat dich schon viel früher ausgespäht. Mit seinem ganzen MAD-Spielzeug, wie so ein Spanner. Wie bitte? Ja, ich kann es nicht beweisen, aber unter den Telefonnummern, die wir überwachen, ist Ihre zum ersten Mal vor 3 Monaten aufgetaucht. Vor 3 Monaten? Ja. Da habe ich ihn kennengelernt, auf der Gala. Ah. Sehen Sie? Und vor 2 Monaten, da waren Sie und Ihr Mann doch noch in Belgien, um ein Event zu organisieren. Damals gab es kein Ausreiseverbot, soweit ich weiß. Ja, nein. Eben. Ich glaube, ein paar Stufen über Kleibitz hat jemand bemerkt, dass er Sie ausspioniert und angefangen, Fragen zu stellen. Wer sind diese Kerbers? Warum werden die überwacht? Und Kleibitz hat kalte Füße bekommen und Ihre Nummer auf die Liste gesetzt. Was denn für eine Liste? Die Liste von Leuten, mit denen Matthias Steger in Kontakt steht. Ein Rechtsextremist, den wir schon seit längerem auf dem Radar haben. So konnte Kleibitz begründen, warum er ihnen in die Rechner schaut. Das kann doch nicht. Frank, der wusste sogar von den Aufsätzen, die Tina in der Schule geschrieben hat. Ja, und wie? Und da bist du nicht stutzig geworden? Es liegt an Ihnen, Frau Kerber. Wenn Sie vor Gericht gehen, können Sie Kleibitz' Karriere beenden. Das muss alles öffentlich werden. Ach ja? Wenn Kleibitz ein hohes Tier beim MAD ist, wie stellen Sie sich das vor? Ich mache eine Aussage und der wandert hinter Gitter? Wahrscheinlich wird er höchstens versetzt. Jule, wenn er in unseren Rechnern war, dann kennt er auch unsere kompletten Firmenbücher. Für Ihre Abenteuer als Geldwäscher interessiert sich bei uns wirklich keiner, Herr Gerber. Sie zahlen ja Steuern. Das mit dem Totschlag allerdings, das kann Ihnen eher gefährlich werden. Moment, das Gericht hat damals eindeutig festgestellt... Ach, das Gericht! Vergessen Sie doch das Gericht! Wir können aus Ihnen machen, was wir wollen und wen wir wollen, Herr Kerber. So, Sie haben also Glück, dass ich Sie noch für was anderes brauche. Warum machen Sie das alles? Um die Unschuld Ihres Mannes zu beweisen. Warum sonst? Ja, sicher. Frau Kerber,
Wenn die Frauen von Verdächtigen plötzlich gegen ihre Partner aussagen, müssen wir leider immer von einem Ablenkungsmanöver ausgehen. Ich kann Ihnen sagen, wo mein Mann ist. Ich war bei ihm. Hat er Ihnen erzählt, was er vorhat? Er erzählt mir schon seit Jahren nichts mehr. Hören Sie, ich bin nicht hier, um Ihnen zu helfen, sondern mir und meiner Tochter. Dann sagen Sie ihm, dass es besser für ihn ist, wenn er sich stellt. Er war kurz davor. Aber die Presse macht ihn zum Schwerverbrecher. Ist doch klar, dass er Angst hat. Und Sie wissen, wo genau er sich aufhält? Natürlich. Frau Kerber, ich gebe Ihnen mein Wort. Der militärische Abschirmdienst wird mit diesem Zugriff nichts zu tun haben. Mein Mann hat mir aber was anderes erzählt. Dass ein Herr Kleibitz persönlich für ihn zuständig ist, vom MAD. Und wenn Sie wissen wollen, wo mein Mann sich aufhält, muss der versprechen, dass uns nichts passiert. Persönlich. So, da wären wir, Herr Kleibitz. Frau Kerber? Bernd Kleibitz, guten Tag. Herr Kleibitz vom MAD. Interessant. Ich habe Sie mir irgendwie größer vorgestellt. Ja, es tut mir unendlich leid, was Ihre Familie wegen uns durchmachen musste. Emotionen wie diese haben in meinem Beruf nichts verloren, aber sie kommen vor und führen zu Fehlern. Alles, was ich machen kann, ist Ihnen meine Hilfe anbieten. Frau Kerber, Herr Kleibitz ist hier, weil Sie uns sagen wollten, wo sich Ihr Mann aufhält. Ja, natürlich. Hätten Sie vielleicht ein Glas Wasser für mich? Ich für mich. Natürlich. Einen Augenblick. Ja, es tut mir leid. Ich weiß nicht. Was du sagen sollst? Hast du deshalb deine Nummer gewechselt? Können wir vielleicht woanders darüber reden? Was war das mit der Uni? Kennst du da überhaupt jemanden? Du hast dich einfach in unsere Rechner gehackt. Wollen wir nachher was trinken gehen? Was? Ich habe noch nie einen Mann so sehr gehasst wie dich. Was willst du von mir? Wie viele Frauen leben mit jemandem, der keine Gefühle in ihnen auslöst? Für dich empfinde ich mehr, als mir lieb ist. Und deine Tochter? Fass mich nicht an, ich kann das jetzt nicht. Ach, Herr Kleibitz, Gewissensbisse? Ich bin verantwortlich für die nationale Sicherheit. Nicht nur dafür. Wenn ich meine Affäre nicht kriege, dann sage ich vor Gericht aus, dass wir eine hatten. Herr Berling? Was zum Teufel? Herr Berling? Es tut mir leid. Sie müssten langsam Ihr Zimmer freigeben. Sie haben ja nur für eine Nacht gebucht. Wie? Wie bin ich hierher gekommen? Sie sind doch... Jule? Oh. Jule? Herr Berling, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Haben Sie die Frau gesehen, mit der ich hier... Haben Sie diese Frau gesehen? Brauchen Sie Hilfe? Ja. Soll ich einen Arzt rufen? Na? Na? Vermissen Sie Ihr Notizbuch, Herr Kleibitz? Woher haben Sie das? Frau Kerber wusste nicht, was sie damit anfangen soll. Also haben wir eine Abmachung gefunden. Ich hoffe, dass uns das auch gelingt. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Sie haben Ihre Passwörter zu spät geändert. Jetzt habe ich Ihre Festplatte auf meiner Festplatte. Und auf Ihrer war die von Frau Kerber. Sie wissen, wir hatten guten Grund, den Mann zu überwachen. Den Mann? Denken Sie, sowas ist gerichtstauglich? Niemand interessiert sich für Ihre Verschwörungstheorien, Frau Roselli. Das war, bevor Kerber in die Schlagzeilen kam.
Wenn nun die Medien erfahren, dass eine Mitarbeiterin des MAD diesem unschuldigen Bürger zur Flucht verholfen hat, dann wird man mir wohl viele Fragen stellen. Und glauben Sie mir, ich habe viele Antworten. Sie haben die Überwachung von Frank Kerber veranlasst. Sie haben gewusst, dass das alles auf mich zurückfällt. Und Sie haben versucht, seine Frau zu vögeln. Ich gebe Ihnen die Möglichkeit, würdevoll abzutreten. Nennen wir es freiwillig oder aus persönlichen Gründen. Das wäre ja nicht mal gelogen. Rosalie, Sie wissen, dass Sie diesen Job anders niemals kriegen könnten. Geben Sie zu, dass Sie einen Fehler gemacht haben. Ein falscher Verdächtiger, das passiert im Besten. Aber wenn die Öffentlichkeit erfährt, dass ein leitender Angestellter des MAD seine Position missbraucht, um Frauen unter den Rock zu schauen, ihre Handys abzuhören, sich intime Bilder von ihren Festplatten zu ziehen, dann will ich nicht in ihre Haut stecken. Wie heute Morgen bekannt wurde, wird der lange Zeit flüchtige Potsdamer Eventmanager Frank Kerber wieder auf freien Fuß gesetzt. Laut Staatsanwaltschaft und einem Pressesprecher der Polizei haben die Ermittlungen starke Zweifel an der Schuld des Angeklagten ergeben. Mitarbeiter des militärischen Abschirmdienstes stünden unter Verdacht, Beweismaterial gefälscht zu haben. Bernd Kleibitz, der für die Überwachung Kerbers verantwortliche Abteilungsleiter des MAD, hat gestern seinen Rücktritt angekündigt. Verschlusssache. Kriminalhörspiel von Michael Glasauer. Es sprachen Jule Kerber, Julika Jenkins, Frank Kerber, Arndt Klavitter, Tina Kerber, Veronika Bachfischer, Rosselli, Inka Löwendorf, Stoll, Max Hegewald, Kleibitz alias Wolfgang Berling, Stefan Grossmann. Frank! Was machst du hier? Meine Tochter vom Flughafen abholen. Ich auch, ja. Die hat uns beide hierher bestellt. Und? Wie ist das Leben so, wenn man für unschuldig erklärt wurde? Ja. Die Leute gehen mir trotzdem aus dem Weg. Und ehrlich, ich weiß nicht, ob die Firma noch zu retten ist. Es tut mir leid. Wirklich. Kann ich dich was fragen? Ich musste einfach weg aus Potsdam. Du mit der Eifersucht, dann die Presse, die Nachbarn. Ich hab den Wahnsinn nicht mehr aus... Nee, das meine ich nicht. Sondern? Wie bist du an das Notizbuch gekommen? Ich meine, das Notizbuch deines Anlageberaters. Ja, ist schon klar. Die K.O.-Tropfen, die du letzten Sommer dem Idioten abgenommen hast, auf der Vernissage. Die lagen noch in der Schublade, im Büro. Ach. Aha. Jule, können wir da nicht nochmal anfangen? Diesen letzten Sommer, bevor das alles losging. Frank! Was glaubst du, warum Tina bei uns beiden angerufen hat? Sie wünscht sich, dass wir endlich wieder miteinander reden. Ich mir auch übrigens. Ich hab's versucht. Wie lange habe ich das versucht? Dann lass es uns noch mal versuchen. Wo ist eigentlich dein Ehering? Sowie Marie Bonnet, Markus Gertken, Friederike Harmsen, Sandrine Mittelstädt, Andreas Tobias, Oliver Obanski und Volker Wackermann. Komposition Hermann Leppich. Schlagzeug Anton Hübner. Ton und Technik, Hermann Leppich und Eugenie Klesertl. Regieassistenz, Assunta Alejani. Regie, Heike Tauch. Dramaturgie, Jakob Schumann. Produktion, Deutschlandfunk Kultur 2021.